10. Juni. Bardo von Mainz. In den Bistümern Mainz und Fulda wird am 10. Juni der heilige Bardo gefeiert. Bardo wurde um 980 in Oppershofen in der Wetterau geboren. Schulbildung und Studium erfolgen im Kloster Fulda. Schließlich wurde er in Fulda Mönch. Es folgte eine rasche kirchliche Karriere. 1018 wurde Bardo zum Propst der Fuldaer Propstei Neuenberg ernannt. Kaiser Konrad II., 990 bis 1039, bestimmte ihn rund 12 Jahre später zum Abt der Klöster Werden und Helmstedt. Frömmigkeit, Strenge und Gastfreundschaft waren bald die Markenzeichen von Abt Bardo. Ab 1031 übernahm er zusätzlich auch die Leitung der Abtei von Hersfeld. Doch schon im selben Jahr wurde Bardo zu Pfingsten am 30. Mai zum Mainzer Erzbischof ernannt. Bardo war als Erzbischof nun vor allem auch politisch tätig. Er galt als Berater der Kaiser Konrad II. Und Heinrich III., 1016 bis 1056. Im Jahre 1041 nahm Bardo sogar an einem Feldzug gegen Böhmen teil. 2 Jahre darauf segnete er in Ingelheim die Ehe von Kaiser Heinrich III. Mit Agnes von Poitou, 1025 bis 1077. Als Mainzer Bischof weihte er 1036 den neu ausgebauten Mainzer Dom ein. Im ersten Amtsjahr von Papst Leo IX., 1049 bis 54, empfing Bardo den Papst in seiner Bischofsstadt. Der heilige Bardo starb am 10. Juni 1051 im thüringischen Oberdorla. Seine Gebeine ruhen im Mainzer Dom. Vertrauen lernen. Als Bischof und Politiker war der heilige Bardo zweifellos ein außergewöhnlicher Mann. Auch im feinen Umgang mit den Seinen war er legendär. Hier ein Beispiel. Mönche aßen damals kein Fleisch. Als Erzbischof Bardo, der ja selbst ein Mönch war, von einem anderen Mönch besucht wurde, sagte Bardo diesem: Bruder, wir haben keinen Fisch, nimm mit unserer Erlaubnis etwas Fleisch. Der Mönch meinte aber, vor dem Erzbischof einen frommen Eindruck machen zu müssen und weigerte sich, strikt Fleisch zu essen. Der heilige Bardo machte das Kreuzzeichen über das Fleisch, das sich augenblicklich in einen Fisch verwandelte. Der Mönch war beschämt und fiel dem Heiligen zu Füßen. Der heilige Bardo hatte offensichtlich gelernt, bei all seiner Verantwortung auf Gott zu vertrauen. Mit dem Wunder belehrte er den Mönch, der in seiner Kleinlichkeit nicht einmal einem Menschen vertraute. Gottvertrauen will eben gelernt sein.